gleich jetzt los. Was passiert denn jetzt gleich? Die erste FinCon in Hamburg startet gleich. Wir haben 1500 Anmeldungen. Es wird, glaube ich, richtig voll. Das ist immer gut. Bisschen aufschütteln. Kissen-Operator. Ja. Wir haben heute statt Schule geht man zur FinCon. Also die Schule ist leer. Ich bin auf den Hof gekommen und ich dachte so, wow, das ist ja mega groß. Ich war noch nie auf so einer großen Messe, wo man so viel erleben kann und so viele verschiedene SpeakerInnen sind zu so vielen verschiedenen Themen. Ich finde es auch gut, dass hier so ein bisschen aufgebrochen wird, also dass man sich auch bewegen kann, dass man verschiedene Stages hat, dass man eben auch spielen kann. Ich finde das gut, dass man so Freiheiten überall hat. Das heißt, man ist nicht so gezwungen, überall sitzen zu bleiben. Kann sie auch nach vorne setzen, ein bisschen was spielen und so. Das ist echt nice, dass so alles so ein bisschen jugendlicher ist. Also was ich cool finde an der TinCon ist, dass den Speakern hier sehr, sehr viel Freiheit gegeben wird. Also worüber willst du überhaupt sprechen und auch wie das Ganze durchstrukturiert wird, kann man quasi selber bestimmen. Und mein Panel hatte so ein bisschen das Ziel, den jungen Leuten hier eine Vorstellung davon zu geben, wie man vielleicht auch auf alternativen Wegen in die Medien und auch in den Journalismus kommen kann. Und es gab tatsächlich mehr Nachfragen, als ich erwartet hatte, weil Journalismus ja eigentlich doch ein sehr spezielles Feld ist. Aber es gab viele, viele Nachfragen. Hey, wo soll ich ein Praktikum machen? Was sollte ich auf YouTube anfangen, wenn ich in den Bereich möchte und mich einfach ausprobieren möchte? Und das fand ich sehr spannend und ich habe die Leute hier als sehr, sehr engagiert und auch sehr interessiert wahrgenommen. Wir haben heute Programmiergrundlagen beigebracht. Also wir haben hier so ein kleines Gerät, den Calliope Mini. Und mit dem kann man programmieren lernen. Da kann man so verschiedene Komponenten auf dem Board anspielen. Wir haben so ein LED-Display, eine RGB-LED, die alle möglichen Farben erzeugen kann. Man kann Musik programmieren. Die Teile können aber auch miteinander funken und man kann Spiele programmieren und Motoren ansteuern. Also es ist sehr skalierbar. Man kann ganz viele verschiedene Sachen machen. Wir haben hier auch das Funklab aufgebaut, um Formate zu entwickeln. Wir haben überlegt, wie kann ein eigenes Format im Internet aussehen und was sind so die eigenen Ideen und Grenzen, die man bei dem Format hat. Wir haben hier eine super Wand gestaltet, hatten wunderbare Gespräche und es war einfach toll dabei zu sein. Richtig coole Vorträge, richtig coole Leute, ganz viele Kontakte auch geknüpft und neue Leute kennengelernt. Also ich glaube, das kommt schon sehr an die Republika für die junge Generation ran. Ich hatte mein Fashion-Panel diesmal. Wie werde ich Modedesigner, obwohl ich keine Kohle habe? Wie schaffe ich es, ein Label hochzuziehen? Und das ist schon meine zweite TinCon. Die andere war in Berlin, das war auch die erste. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das Publikum ist, denn es sind relativ viele Leute da und sehr viele Schüler auch. Mein Highlight war auf jeden Fall mein Vortrag, vor dem ich auch ein bisschen nervös war. Aber ich glaube, das hat alles ganz gut funktioniert. Ich fand es mega cool, dass danach auch noch ein paar Jungs und Mädels auf mich zugekommen sind und mir direkt Fragen gestellt haben. Da habe ich mich echt sehr drüber gefreut. Ich will mir heute Nachmittag auf jeden Fall noch Susie Grime anhören und anschauen und sie auch gerne mal kennenlernen. Und dann kriegst du da von Leuten einen reingedrückt, weil du irgendwie deine fürsorgliche Seite zeigst in diesem Beruf. Und das ist ja total unmännlich, wie wir wissen. Super. Ein echter Mann hat keine Gefühle. Auch kein Mitgefühl für andere, vor allem nicht für Kinder. Ich war heute auf der TinCon und habe mit dem bezaubernden Elliot Tender einen Vortrag gehalten über Sexismus im Netz und unter anderem mit meinen netten Kollegen und meinem Chef von Jäger und Sammler einen Talk über Trolle, also eigentlich Hate im Netz. Ich finde es absolut großartig, dass endlich mal ein Event gemacht wird, wo auch eine politische Haltung dahinter ist, weil ich glaube, dass solche Themen wie zum Beispiel Queerness oder Hate im Netz oder Sexismus, das sind einfach Themen, die werden in der Schule überhaupt nicht behandelt und deswegen gibt es da auf jeden Fall eine Lücke, die geschlossen gehört. Von daher danke, TinCon. Aufgefallen, wie sehr ich mich freue, dass es sowas wie die TinCon gibt. Einfach diese Jugend-Internet-Kultur, die so bunt, toll und vorwärts ist, einfach in so einen Raum zu geben und die so komprimiert hier zu haben, ist so eine unglaubliche Energie, über die ich mich wirklich gefreut habe, dabei zu sein. Vor allem habe ich mitbekommen, dass es nicht nur von Erwachsenen organisiert wird, sondern zum Teil auch von Gleichaltrigen, was ich
mega, mega gut finde. Auch war ich echt positiv überrascht, dass viele Schulen hierher kommen. Die TinCon ist eine wahnsinnig gute Möglichkeit, genau die Zielgruppe mit den wichtigen Themen zu versorgen, sag ich mal. Also ich glaube, dass man mit der TinCon so ein bisschen auch so eine Alternativveranstaltung bieten könnte für Jugendliche. Also alternativ zu den ganzen kommerziell aufgezogenen Veranstaltungen, die sich eben größtenteils an Leuten orientieren, die halt viele Klicks, viel Aufmerksamkeit mitbringen und sich eher an Inhalten orientieren. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool und ich würde mir wünschen, dass es auch so bleibt und vielleicht sogar noch größer wird, als es jetzt eh schon ist. Naja, wer soll die digitale Gesellschaft gestalten, wenn nicht die Jugend selber?